Nur noch Pupi alleine im 1v2 sucht den Planter, findet ihn und er kriegt ihn auch raus. Pup klatscht hier die Runde. Sanvius und Tony Macchiato müssen hier eng zusammenarbeiten, aber sie können das gar nicht mehr. Harpy-Chance nimmt hier mit seinem Double Kill auch noch Tony Macchiato raus. Er trifft gerade alles. Genzo-Kill wird aber von Sanvius getroffen. Sanvius muss hier alles alleine machen. Wird von beiden Seiten gefürchtet, nimmt noch Diana raus. Dafür, dass hier niemand jetzt reinpushen kann, um den Plan zu distracten. Stream ist C4, erwischt allerdings Psydata und Zeno und kann dementsprechend fast den Man-Ausgleich hier wieder vorwärts bringen. Der Plan kann wieder nicht down gehen, weil Streamy wieder Dienste bekommt. Dafür kann Tobi jetzt immerhin hier auf The Johnny covern. Und es ist jetzt wirklich Streamys Option hier. Er könnte jetzt hier das Ace machen. Er holt den Panther auch noch raus. Aber ich glaube, man kann hier Joker jetzt mit der Fuse Charge eventuell schon relativ gut hier aus Position bringen, der ihn hier in einer etwas prekären Situation sitzt. Und der Vorteil ist jetzt 5 zu 3. Jemand wird von der Fuse Charge gekillt. Zeno kann Streamy noch hinterherholen. 5 zu 2. Aber wir haben das gesehen. Das letzte Mal hat das trotzdem nicht gereicht, um die Runde zu gewinnen. Wir gehen jetzt mit dem gleichen Smokesy hier für den Plan. Toasty hat immer noch das Myra Window. Ein bisschen offside, das kann sich sehr gut herausstellen oder zum großen Problem werden später. Roter Panther schafft es hier aber schon mit zwei schönen Kills auf Muted und Blizzard Tricks wieder auszugleichen und nimmt dann auch noch Drake mit. Damit jetzt eine 1:1 Situation. Roter Panther gegen Ryder, der hat schon. Roter Panther liegt gleich hinterher, drei Picks. Drake kann allerdings erstmal ein bisschen den Refrag bekommen. Downt hier noch Playmax und hat Roter Panther rausgenommen. Kann sich jetzt Playmax auch noch sichern, wird allerdings Refrag von Kilian. Damit ein 3 gegen 1, nur noch der Echo am Leben. Der schöne Panther wird hier von der Station, die er noch überlebt hatte, dementsprechend gewinnt Rudolf auch den Gunfight. Nomino hat er das nachsehen. Jakobus mit dem Plan, weil eben auch keine Zeit mehr ist. Allerdings sei er hier mit einem eventuell guten Engel, aber der Plan geht durch. Du bist bereit, hier am Fischer zu Bandit schicken. Die Heiltür der Beste, das direkt zu verhindern mit dem Vertical Play. Nehmt euch auch Nomino raus. Vertical sehr erfolgreich. Nulo kriegt einen 10. Kill hier mit. Clemplay folgt direkt mit dem Kill auf Ares. 33 Sekunden und spätestens jetzt muss der Executor beginnen. Weißer bekommt hier den Kill und wird gar nicht rausgeholt. Ich hatte das eigentlich schon erwartet, weil er eben nicht auf den Breach geguckt hat. Der Breathfire von Clemplay geht auch nicht lang. Nulo wird es auch von ihr abgeholt und Sai Sai kommt auch noch ein Kill.